Wie kann unsere Welt nachhaltiger werden? Wie schaffen wir es, das Klima nachhaltig zu schützen? Wir sind Paul und Ragnar. Wir studieren an der Universität Göttingen und wir setzen uns für eine nachhaltige Zukunft ein. Zusammen recherchieren wir nach Projekten und Themen, die unsere Universität, unsere Welt lebenswerter machen. Bilder des von Borkenkäfern zerfressenen Harzwaldes sind in den letzten Jahren um die Welt gegangen. Immer wieder war dabei auch von Klimaveränderungen und dem Sterben des deutschen Waldes die Rede. Aber was kann man dagegen tun und wie können diese Zeichen der Umweltveränderung erkannt werden, bevor es zu spät ist? Heute besuche ich das Projekt Digital Forest. Hier im Thüringer Nationalpark Hainich, 2 Autostunden vom Harz entfernt, untersuchen ForscherInnen der Universität Göttingen die Bedeutung des Klimawandels für den Wald. Also in dem Projekt Digital Forest geht es darum, zu verstehen, wie der Wald auf Klimaextreme reagiert. Es gibt ja jetzt aufgrund des Klimawandels auch immer mehr Trockenheiten. Eine ganz besondere war die 2018, die wir auch immer noch im Wald spüren. Und wir wollen jetzt hier mit innovativen Sensortechnologien, mit neuen Methoden der Datenintegration und auch mit neuen Datenauswertungsmethoden aus dem Bereich des maschinellen Lernens verstehen, welche Prozesse hier ablaufen. Mitten im Nationalpark steht dafür ein mit Sensoren ausgestatteter Klimaturm, der den Atem des Waldes misst. Zusammen mit Franziska Köbsch und mit Marius Heinreich erklimme ich diesen Turm, der wirklich in schwindelerregender Höhe eine beeindruckende Ansicht des Waldes ermöglicht. Wir messen hier den CO2-Austausch zwischen Wald und Atmosphäre, quasi den Atem des Waldes. Und das ist natürlich von fundamentaler Bedeutung fürs Klima und auch für die Klimapolitik Deutschlands. Wir wollen in Deutschland bis 2050 CO2-neutral werden und wir werden dafür nicht alle CO2-Quellen schließen können. Das heißt, wir brauchen Bereiche, bestimmte Sektoren, die das Ganze kompensieren. Der Wald in Deutschland nimmt jedes Jahr ca. 62 Millionen Tonnen CO2 auf und kompensiert ca. 7% der nationalen CO2-Emissionen. Das ist in etwa die Größenordnung von dem, was die Industrie so freisetzt. Franziska erklärt mir nun, dass der Nationalpark Hainich ein besonders wichtiger Referenzstandort ist, um den Zustand des Waldes zu erforschen. Denn als ehemaliges militärisches Sperrgebiet ist er seit über 90 Jahren quasi unberührt von menschlichen Eingriffen. Aber selbst der Hainichwald gerät durch Klimaveränderung immer mehr unter Druck. Der Klimawandel bringt halt immer mehr extreme Ereignisse mit sich. Ein besonderer war die Trockenperiode 2018. Die war halt nicht nur trocken, wir hatten hier ca. 30% weniger Niederschläge als sonst, sondern sie war auch noch wärmer als sonst. Also im Sommer war es ca. 3 bis 4 Grad Celsius wärmer. Und genauso wie der Mensch brauchen halt auch Pflanzen bei Hitze mehr Wasser, um ihre Temperatur zu regulieren. Dementsprechend steigt also auch noch der Wasserbedarf der Pflanze und das Ganze potenziert sich nochmal in der Wirkung. Zudem beschäftigt sich ein Teilprojekt von Digital Forest mit dem Erfassen der dreidimensionalen Struktur des Waldes. In unserem Teilprojekt untersuchen wir die dreidimensionale Struktur des Waldes mittels eines Laserscanning-Verfahrens. Dadurch haben wir Zugriff auf viele Baumattribute, die auf traditionellem Wege sehr schwer oder auch gar nicht möglich messbar sind. Ja, unser Ziel ist, strukturelle Veränderungen in einem Zeitraum von 3 Jahren zu untersuchen. Dazu machen wir 2-mal jährlich Aufnahmen hier im Wald, die wir dann später am Computer analysieren. Und aus diesen können wir dann die Prozesse untersuchen, die sich hier in der Struktur der Bäume abspielen. Abschließend frage ich Franziska, was genau die größten Herausforderungen der Zukunft für den Wald werden. Auf jeden Fall die Änderungen, die der Klimawandel mit sich bringt. Zum einen durch den Anstieg der Temperaturen wird sich der Wasserbedarf erhöhen. Zum anderen haben wir immer mehr Extremereignisse. Das heißt,
intensivere und auch häufiger auftretende Trockenperioden, stärkere Stürme. Daten, die das Projekt Digital Forest generiert, können also helfen, Klimaveränderungen und deren Auswirkungen auf den Wald frühzeitig zu erkennen und daraus entstehende Herausforderungen in der Zukunft zu begegnen. Klimawandel ist auch eine der zentralen Challenges der Europäischen Universität Enlight. Enlight ist ein europäisches Hochschulnetzwerk der Universitäten des Baskenlandes, Bordeaux, Bratislava, Galway, Gent, Göttingen, Groningen, Tartu und Uppsala. Ziel des Netzwerkes ist es, sich den existenziellen Herausforderungen für eine nachhaltige Zukunft zu stellen.